Das ist Jack Harris. Wir schreiben das Jahr 1995. Jeder hatte einen Videorekorder zu Hause. Musik wurde noch im Plattenladen gekauft. Und jeder sprach von einer neuen Erfindung, dem Internet. Eine schwierige Zeit für ein anregendes Hobby. Was man sich kaum vorstellen kann. Damals war Online-Shopping noch unmöglich. Bis diese beiden Idioten eine Idee hatten. Dazu ist das Internet gut, wenn es überhaupt keine Unterhaltung bietet. Wir nehmen ein paar Fotos aus Magazinen, scannen sie ein, laden sie hoch und machen Geld damit. Was machst du? Quatsch mich die nächste Viertelstunde nicht an. Und dann kam Jack ins Spiel. Sie haben ein Verfahren entwickelt, um Kreditkartenzahlungen anzunehmen. Von überall auf der Welt. Und wir bekommen 10% für die diskrete Abwicklung. Wir sind nur die Mittelsmänner. Es hat ein Riesenpotenzial. Einen Monat später verdienten sie $200,000 am Tag. Was für eine Firma ist das denn? Naja, einfach Unterhaltungsangebote. Der heißeste Newcomer in der Branche. Und jetzt fühlst du dich einem 23-jährigen Pornostar ausgeliefert. Nachdem ein Problem gelöst war, scheint ja fabelhaft zu laufen für sie, kam gleich das nächste. Wir schulden denen eine erhebliche Summe Geld. Wir fürchten, dass wir ausgenietet werden. Sie meinen umgenietet? Ja. Paramount Pictures präsentiert die Geschichte des World Wide Web. Ihr habt ja einen Scheck über $2 Millionen und der liegt unter einem verdammten Schokoriegel. Wenn schon, ist das etwa was Schlechtes? Ah, als ob das was Schlechtes wäre. Und des Mannes... Steigen Sie aus, sofort. ...der die ganze Sache ins Rollen brachte. Lass mich! Sie hatten keine Ahnung, zu was sich das Internet entwickeln würde. Die Welt zu verändern, kann ganz schön aufregend sein. Middleman. Sie vertreiben Pornografie über das Internet. Und das ist Ihre Abrechnung, Mr. Griffin. Heiße junge Muschi.com. Ist Ihnen klar, dass Sie versucht haben, einen gewählten Volksvertreter zu erpressen? Und es hat funktioniert. Darf ich auf Ihre Stimme zählen? Na klar.